nächsten Morgen in Early Beach. Das Wetter und die Aussicht sind traumhaft. Aber Tamer hat nur Augen für sein Handy. Denn dort kam gerade die Nachricht rein, dass zu Hause ein Fohlen geboren wurde. Hengstfohlen, das ist schon mal gut. Nichts, was man nur befüllen kann. Nein, und muss dir das eben angucken, was für ein Typ. Wenn der so viel Tritt hat wie die andere, dann hast du aber einen Knaller dann in der Bude. Dann hast du einen Knaller, ja, den kannst du aufziehen. Dann. Das ist schon irre, ne? Dann sitzen wir hier, dann haben gefrühstückt und zu Hause haben wir einen Hengstfohlen gekriegt. Das macht mich jetzt ganz verrückt. Typisch Tamme. Sitzt mitten im Paradies und wäre am liebsten auf dem Hankenhof. Carmen ist da völlig anders. Ja, ist schon die Anmutung auch, dass man Urlaub hat. Wann haben wir letztes Mal Urlaub gemacht? Keine Ahnung. Also das ist schon ein ganz tolles Fleckchen Erde hier. Wunderschön. Ist ja schade, dass man hier nicht so ins Meer, das ist ja mehr als verlockend, ne? Das Wetter stimmt, die Temperaturgarantie vom Wasser auch. Schnoddigen Quallen und ja, die hier brennen. Nicht. Also ich habe mich informiert und das Wasser sieht ja toll aus, aber hier draußen gibt es giftige Quallen. Die sind anscheinend nur so groß wie ein Daumennagel. Also sieht man die ja auch nicht unbedingt und die können tödlich sein. Das Risiko will man natürlich nicht nehmen, so verlockend wie das hier auch ist. Ich bin auch in dem Swimmingpool geschwommen. Eigentlich wolltest du doch hier einmal diese Bojen lang, genau. Nicht? Diese drei, also, vier. Und dann wieder zurück. Aber es gibt einen Indianertrick. Ich habe mich nämlich erkundigt. Ich mache mich ja überall schlau. Carmen hinterfragt ja nicht, geht in den Pol. Den muss eine Lösung geben für die Quallerei. Gibt es. Damenstrumpfhosen. Und wenn man die überzieht, sollen die Quallen nicht brennen. Ist das geil? Zu schade, dass Tamme keine Zeit zum Ausprobieren bleibt. Denn bevor er auf der Pferderennbahn von Alice Springs eine weltbekannte Jockey-Oma treffen kann, steht ein Besuch bei Robert Breedle an. Robert lebt eine Stunde südlich von Early Beach und ist ein TV-Star und Reptilienexperte. Seine Lieblingstiere? Krokodile. Ich kann sogar den Finger hineinstecken. Ich schmecke scheiße. In Australien leben 10 der gefährlichsten Schlangen der Welt. Außerdem haben wir hier das größte und auch aggressivste Krokodil. Ich nenne es nicht gern aggressiv, aber das Salzwasserkrokodil ist sehr groß. Dazu kommen noch die giftigsten Quallen und Spinnen. Aber nur 4 oder 5 Leute sind hier jemals von Spinnen getötet worden. Und wie viele waren es bei Krokodilen? Eins wird Tamme gleich gefährlich nahe kommen. Krokodile kommen aus dem Wasser, aber nicht sehr hoch. Er hier ist 4 Meter lang und schafft nur 2. Es ist kein Sprung. Moment, I make a photography. Ich will sehen, ob die Zähne noch gut sind. Moment. So, Technik steht. Hoffentlich schmeiße ich nicht dein Handy vor Schreck weg. Er wird lächeln. Komm. Komm hoch. Komm und hol's dir. Mach schon. Komm. Komm her. Come on. Mach schon! Come on. Come on. Come on. Come on. Oh. Hat er gute Zähne? Lotti. Die Fleischnummer war erst der Anfang. Jetzt will der Barefoot Bushman Tamme zeigen, dass man auf Krokodilen sehr gemütlich sitzen kann. Zum Schutz der Kameraleute sind 2 Wachmänner mit Stöcken dabei. Hier haben wir ein Salzwasserkrokodil. Und wenn ihr alles glaubt, was ihr lest oder im TV seht, dann ist das hier das gemeinste, fieseste und aggressivste Krokodil auf unserem gesamten Planeten. Auf 15 Meter angeblich schneller als ein Pferd. Und man sollte nie 3-mal hintereinander dasselbe tun, denn es merkt sich das. Alles Bullshit. Gleich seht ihr, was man mit einem Krokodil alles machen kann. Das hier ist ein wildes, das eingefangen wurde. Es ist 4,5 Meter lang und wiegt 600 Kilo. Da liegt es. Aber er ist doch kein Fisch. Kein Fisch. Warum ist er so lange unten?
Hier ist es. Mein Stock berührt die Nase. Jetzt stecke ich meine Hand ins Wasser und hebe seinen Kopf an. Seht her. Und jetzt... Komm her, hol's dir. Komm her, ja. Komm her. Ja, also so ein fettes Tier habe ich. Das ist doch nicht mehr normal, oder? Now setzen die hin. Angeblich sind sie schneller als Pferde, aber seht ihr die Beine? Und meine? Außerdem wiegt er 600 Kilo. Jemand mit so extrem kurzen Beinen und so viel Gewicht soll ein Sprinter sein? Das ist doch wirklich lächerlich. Jetzt gehe ich an ihm vorbei, aber vorher muss ich seine Augen schließen. Dann kann ich vorbeigehen. Ich öffne sein Maul für euch und stecke meinen Finger hinein. Sein Gehirn ist sehr klein. Er denkt, wenn sich etwas nicht bewegt, dann ist es tot. Und er muss es nicht töten. Aber was sich bewegt, wird getötet. Dann besteht für die Deutschen ja keine Gefahr. Geh nach Hause. Komm her. Kommst du? So schnell ist er auch nicht mehr, nicht der Alte. Habt ihr gesehen? Er will dahin, wo es spritzt. Ich interessiere ihn gar nicht. Ist es bei Krokodilen auch so, wie bei Ostfriesen? Die großen Dicken sind die Guten. Naja. Der war gar nicht groß. So name is Tamil. Wer? Brian. Muss umgetauft werden. War ein Monster, wa? Gleich werdet ihr ein großes sehen. Wenn ich so tue, als würde ich trinken, dann kommt er. Komm her. Komm schon, komm her zu mir. Komm her. Gut. Oh, Wahnsinn. Guter Junge. Seht ihr seinen Kopf? Der ist so lang. Verglichen mit mir ist das sein Kopf. Nur der Kopf. Diese Länge hier. Boah. Hier ist mehr. Ich muss sehen, wie lang der Schwanz ist. Das ist schon unglaublich. Ganz schön mutig vom ostfriesischen Knochenbrecher. Von der Spitze hinten. Ah, ich habe keine Angst vor, Schätzelein. Los geht's. Auf den Schwanz damit. Auf die Spitze. Ich muss jetzt ein Bild von machen. Ich muss jetzt mal über den. It's not really on his tail. Das Band liegt noch nicht richtig. Lass ihn drauf. Put it down. Runter damit. Okay. Okay. It is. Das sind just on knapp 5 Meter. Ganz genau 5 Meter, ja. Jetzt will er weg. Er geht ins Wasser. Das macht Krokodile so gefährlich.
Wenn Tiere trinken, gehen sie ins Wasser und werden oft in den Kopf gebissen. Man sieht die Krokodile nicht. Sie können 3 Stunden die Luft anhalten. Und wenn ein Tier 2 Tage nichts getrunken hat, dann stellt es sich nicht ans Wasser und wartet 3 Stunden. Es trinkt und wird gefressen. Noch keiner ist an Land getötet worden. Krokodile fressen im Wasser. Außer ein Tier ist tot oder fast tot. Es holt sich nur tote Tiere. Man hat keine Chance. Der Biss ist hart, zack, und das war's. Ja. Wenn es dich beißt, frisst es dich auch. Ich habe hier Hunderte von Krokodilen gehalten. Ich hatte Kontakt zu Zehntausenden. Ich habe viele tausend Shows gemacht, und doch sind noch alle Finger und Zehen dran. Was ich sage, muss wahr sein, sonst wäre ich ja tot. Ich habe so ein Krokodil noch nie aus der Nähe gesehen. Wenn eine Person sich derart extrem nähert und so damit umgeht, muss ich echt sagen, Hut ab. Also, da gehört schon eine Portion Mut zu. Klar, er arbeitet schon seit Jahren damit, aber das ist ja nun jeden Tag, es bleibt ein Tier und ist ja jeden Tag eine Herausforderung. Das finde ich schon spektakulär, ja. Genug Reptilien gestreichelt. Jetzt warten wieder Pferde auf die heilenden Hände des Knochenbrechers.